Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, wir sind immer noch in der vierten Staffel. Wie, was wollen wir heute machen? Heute suchen wir uns ein bisschen Kladderadatsch zusammen, zum Beispiel Quarz und Metalle, denn wir brauchen viel, viel Zeugs für die nächsten kommenden Updates. Deswegen will ich mal unsere Schränke so ein bisschen vollpacken und da will ich euch natürlich an teilhaben lassen. So, was ist das da? Warum bist du überhaupt noch da? Ich krieg den nicht ab. Da war er. Oh, scheiße. Ah, endlich haben wir den ab. Der hat mich auch übelst gestört, muss ich zugeben. Oh, Pilz, du kriegst ihn jetzt. Oh. Weg mit dir, du komischer Ballon. Mann, gut. Was haben wir in der letzten Folge erreicht? Ja, wir haben auf jeden Fall hier dieses Ding gebaut. Und das mit den neuen Teilen. Ich zeige es euch nochmal. Da, senkrechte Bindeglieder. Vielleicht sollten wir einfach nochmal einsetzen. Aber das Problem war, man konnte nicht rein und raus gehen. Jetzt gab es wieder mal ein Patch. Kann sein, dass es jetzt verbessert wurde. Wir versuchen das Ganze einfach mal. Ach, jetzt wieder Glas haben. Dann ist das Problem. Jetzt habe ich auch gar keinen Überblick mehr, was wir haben und was nicht in unseren Kisten. So. Quarz war leer. Wir haben gar keinen Quarz mehr. Der Edelschrank, Metallschrank hat auf jeden Fall noch das hier. Gut, wir tun das mal hier alles rein. Edel habe ich ja auch gehabt, ne? Oder? Lecker. Energie. Na komm, der bietet auch viel Platz. Kriegt mal allen Kladderadatsch hier rein. Damit wir Platz zum Sammeln bekommen. Ja, jetzt haben wir den doofen Säurepilz. Nicht gut. Dann nehme ich ihn doch lieber mit. Energie hat nichts mehr drin. Wir haben keine Ersatzenergie mehr. Wir haben es geschafft. So. Am liebsten würde ich auch gerne mal eine Quallenpflanze finden. Ich weiß nur nicht, welche Pflanze das ist. Vielleicht finden wir unterwegs ja gleich eine. Auf der Suche nach wunderbaren Metallen. So. Und Quarz. Quarz. Ich liebe Quarz. Auf geht's. Wir werden mutig sein. Wir werden Richtung Aurora-Schiff suchen. Ich habe mir halt gerade mal eine alte Folge angeguckt und ich glaube wirklich, das Schiff ist ein bisschen mehr kaputt gegangen jetzt, ne? Also, da wurde echt dran gearbeitet. Vielleicht sollte man auch mal genauer gucken gehen im Schiff. Vielleicht gibt es ja auch was Neues. Was ist das? Und hier ist hängen geblieben. So. Mal schön hier unten bleiben. Schon mal. Scrap Metal. Brauche ich auch. Ich brauche viel, viel Titan. Die Tage. Oh. Vielleicht gibt es hier mehr Quarz. Auf jeden Fall ein Blick wert. Schön langsam mit der Maus, ne? Sonst ist das immer so furchtbar in den Videos, wenn man so rumrückelt. Oh nein, macht da bitte keine Pause, genau in dem, das, wo ich das tue. Sieht mal witzig aus. Quarz. Und eigentlich wollte ich jetzt ja Quarz und Metall suchen, aber ich habe gerade die ganze Zeit Bock zum Aurora-Schiff zu fahren. Ich habe auch ein bisschen Bammel vor den großen Arschfischen. Ja. Wir sind ja schon fast da. Wir sind ja schon fast da. Ich höre ihn schon. Den habe ich schon lange, lange nicht mehr gesehen. Boah, ist hier für das Script Metal. Oder mit Ups. Oh. Lass mich raten. Ein Seemottenfragment? Was soll es sonst sein? Ja, es war eins. Verfluchte Axt. Oh. Oh. Ploppt es mal so auf. Und das sah aus wie eine zuhe Kiste. Warte, schnell. Eine Kiste? Das ist so geizig Spiel. Danke. Hier. Ne, lassen die auf. Falls wir so doof sind und dann nochmal. Vielleicht ist ja unterm Sand noch was. Nö. Da komme ich nicht dran. Da komme ich nicht dran.
Da dächte ich schon, wir hätten jetzt was gefunden, was Schönes, aber nö. Es ist mal wieder leer. So. Auf geht's. Ich glaube, beim Aurora-Schiff hat sich noch nichts geändert. Bin mir eigentlich fast sogar sicher. Aber das Suchen nach Zeugs hier ist eigentlich schon immer ganz gut gewesen. Man muss in Subnautica halt ab und zu auch mal gucken gehen, denn er verändert sich so viel am laufenden Band. Ich hab ein bisschen Schiss hier. Muss ich ja mal so sagen. Oh, vielleicht laufen wir auf Land. Bin ja mal gespannt, was so aus der Insel wird. Ich hab's noch gesehen im Augenwinkel. Armer Fischi. Wow. Greift einen überall? Was soll das denn? Okay, wir suchen einfach nur Metallschrott. Und müssen unser Moped jetzt neu schweißen. Hat mal wieder Kontakt mit unserem guten Freund. Den Arschlochfisch. So. Nein. Vier. Oh, die schöne Energie. Bald können wir das Ding auch wegschmeißen. Es geht aber. Noch zwei, drei Reparaturen sind noch drin. So. Repariert. Heieiei. Da hat uns aber einen gegeben jetzt. Der Lümmelfisch. Quallenteile, Entschuldigung, Quallenteile. Hier kriegen wir tatsächlich sogar Fragmente raus. Das haben wir ja mittlerweile gelernt. Diese riesen Pilzteile. Die brauchen wir für Bioenergie. Muss ich auch mal gucken, was unser Generator da überhaupt macht. Wo sind die Dinger? Baumpilzstücken? Er ist absolut imbar. Nicht zu vernichten. Die Pilze in der Höhle haben wir ausprobiert. Das waren ja auch so Quallenpilze. Haben nicht funktioniert. Und ich mache wieder was ganz anderes, als ich eigentlich wollte. Naja. Die Neugierde, die macht's. So, ein Haufen Pilze. Ah, Lithium. Liegt ja einfach so rum. Korallen. Ja, die brauchen wir für Wasser. Das wird immer komplizierter hier. Immer mehr Stuff, den wir sammeln müssen. Die konnten wir noch nie killen. Doch, Metallschrott. Wollen wir beim Wesentlichen bleiben? Das, was wir machen wollten. Die bewerfen uns, da müssen wir aufpassen. So eine kleine Rumfahrt machen nach einer längeren Zeit mal wieder. Wir haben uns die ganze Zeit noch eine Basis aufgehalten. Und ihr bastelt. Vielleicht gibt es ja noch Neues zu entdecken. Wow. Das grünt hier aber sehr schön. Und da liegt ein Seemottenfragment. Ich wette, dass das ein Seemottenfragment ist. Nein, Terraformerfragment. So, Wette verloren. Eine sehr interessante Ecke hier. Verändert sich aber auch im laufenden Band. So schön aus hier. So, guck doch mal an, was wir hier so am Arsch der Welt finden. Was haben wir Unnützes aufgesammelt? Das hier.
Trinken. Für den Biss hätten wir gar nicht so weit fahren brauchen. Oh, Vorsicht. Es wird immer noch eine Schusswaffe hier, finde ich. Aber ich glaube, die ist in Planung. Ah, das könnten Korallenpilze sein, ne? Die sind auf jeden Fall Korallen. Boah, was ist denn das für ein Biom? Ist ja irre. Schweben die Dinger hier in der Luft? Ist ein bisschen unrealistisch, oder? Aber sind ja auch voller Luft. Kann ja auch sein. Das gab es früher nicht. So eine dicke, fette... Boah, wie tief geht denn das wohl hier? Wir entdecken Subnautica neu. Oh nein, da unten ist noch mehr. Boah. Läuft ja auch irgendwie runter. Irre. Was ist das denn da? Mini-Quarz oder was? Diamant. Wir haben Diamant gefunden. Was ist das? Leuchtet so komische Quarz. Wow. Diamanten. Wie irre ist das denn? Haben wir mal das Diamantenbiom gefunden. Sehr, sehr geil. Aber ich kann hier sonst nichts weiter ernten. Also mit Korallen hat das... Gary, schreck mich ja nicht so. Korallen hat, werden das wohl sein, denke ich mal. Ja, noch sind nicht rot. Aber das müssen wir uns mal ansehen. Ist ja irre. Und sieht super geil aus, ne? Ist ganz viel Quarz. Das Coole ist, wie das hier runterläuft, ne? An den Ecken. So ein Ding müssen wir mal ansehen. Ah, lass mich bloß in Ruhe. Ne, da ist nichts zu machen dran. Ich weiß, dass bei der Insel noch so komische Zappels ranhängen, die man abschlagen kann. Ob das jetzt Korallenpilze sind, ich weiß es nicht. Ist da unten noch mehr? Da kommt nochmal so eine Plattform. Schweben die Dinger so rum, weil die wahrscheinlich mit Luft gefüllt sind, aber trotzdem schwer genug, um noch nicht hoch oder runter zu gehen. Müsste man eigentlich wie im Weltraum so antippen können, ne? Passiert aber nichts. Oh, wir sind zu tief. Und wenn wir mal Quarz brauchen, wissen wir jetzt, wo wir es finden. Ist ja massiv viel. Das Korallenbiom, nenne ich es einfach mal. Boah, hier ist sogar so ein Schlot, hier so ein kochender. Das könnte eine Wärmequelle sein. Wie schön ist denn das? Oder die werden getragen von den Dingern da. Irre. Ich muss schon Kaffee trinken. Das ist meine guten 30 Spieletasse. Und weiterhin dieses wunderschöne Biom begutachten. Ich würde gerne tiefer tauchen, das können wir mal machen. Ich muss mal ein bisschen höher wieder, sonst geht's gar nicht kaputt. Sagt die Energie, okay. Dann gucken wir das so Ganze mal an. Was da unten noch auf uns wartet. So, einfach mal zu Fuß, sage ich einfach mal. Das sind auf jeden Fall noch Steinchen. Korallen schweben, Steine, wie auch immer die heißen. Immer schon auf die Luft achten, wir sind sehr tief. Und da wird's einfach mal schwarz. Da ist auf jeden Fall noch... Ah ja, da sind diese Korallen drin, ne? Was die Natur nicht alles so macht. So, was ist die Luft? Okay. Hier wird es einfach nur schwarz. Und da kommt der Boden. Oh, ein Lavaschlot. Und ein schönes Loch drinnen direkt. Jetzt müssen wir langsam wieder hoch. Da unten sind gekochte Fische drin. Sonst nix. Das muss ich noch sehen. Ich glaube nicht immer, dass ich das schon schaffe, ne? Das war jetzt keine gute Idee. Meine Seemotte. Also ich markiere wenigstens dieses neue Biom. 42, 39, 36. Oh, könnte noch klappen. Ich sehe schon das die Seemotte. 30, 27. Ja, halt die Klappe, ich weiß. Böse Fische. 20, 18, 15. Oh, das wird ganz knapp. 9, 6. Oh, ganz knapp wieder. Wieder mal mega knapp. Oh. Ich hab's aber auch drauf, ey. Das ist echt Zufall eigentlich nur. So. Ja, wir haben uns das neue Biom angesehen, was zufälligerweise entdeckt wurde. Ich schwimme mal darüber hinweg. Was habe ich denn noch am Platz im... Gar nichts.
Ich will eigentlich nichts wegwerfen. Immer nur drei Quarze. Oh, das war jetzt sehr ungeschickt mit der Luft. 30 seconds of oxygen remaining. Und dann geht's wieder ab zur Base. Aber ziemlich schönes Biom. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, aber ihr habt es wahrscheinlich schon längst gefunden. Es wird immer größer, das Spiel. Immer mächtiger. Also ich finde es richtig gut. Perfekt. Luft holen, Kaffee trinken. So, die Luft reicht. Und Quarz ohne Ende. Ein Paradies für mich. Plus Diamant. Ja, ich weiß, was mich gesehen. So, wir sind da voll. Huiuiui. Oh, hier ist sogar noch eine Höhle drin. Das muss ich mir nochmal ansehen. Oh nein, was machst du denn hier? Hau ab! Hat dieser Brocken auch noch eine eigene Höhle? Boah, die müssen wir erkunden. Dafür brauche ich wieder frische Luft. Wie cool ist denn das? Ich komme bestimmt unten wieder raus, aber... Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Dann machen wir uns mal volle Pulle Luft rein. Und dann tauchen wir da mal rein. Das ist ja irre. Ja, ein bisschen tiefer. Jetzt habe ich das wieder verloren, die Höhle. Da. Nee. Doch. Nee. Warning. Maximum depth reached. All damage imminent. Ich habe mich verliebt. Ich will hier wohnen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das Loch war. Verdammt. Da. Da ist es. Attackiert. Blöd, Mann. Kriegst du eh keinen. Du machst mir nicht mal Damage. Loch, Loch, Loch. Da. Direkt bei dem Quarz. Los geht's. Risiko muss sein. Oh, das ist ein anderes Loch, oder? Ne, das war dasselbe. Dann gucken wir mal hier unten, was hier so gibt. Fischschwärme. Und hier sind auch so komische... Was ist das denn? Achso, ein Fischschwarm. Oh, oh, oh. Hier fällt... Oh, ach, ruckelt das gerade. Da wird man ja Diamanten finden. Diamanten und Quarz. Und sehr dunkle Ecken. Ich glaube, hier geht's wieder raus, ja. Hau ab! Ich hab hier gar nichts getan. Und diese Roboter, was machen die denn hier? Sind die doch nicht von meinem Schiff? Luft sagt schlecht. Okay, raus hier. Höhle einmal ganz kurz angeguckt. Bin ich jetzt draußen oder bin ich drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin unter so einem dicken Stein. Ja. Boah, sind hier viele von diesen Sandcrawler, Verbuddelfische. Krasse Dinge in der eigenen Höhle. So. Warning. Wir fahren nach Hause. Lass uns nicht stören. Energie 15. Das laden wir nochmal auf. In dem Cyclops U-Boot. Und ihr könnt mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was diese Pilzquallen, Fragmente sind, die wir brauchen für dieses neue mit Zeugs. Guck mal, wo der... Ah, sehr, sehr nice hier, muss ich sagen. Ich sage sehr, sehr nice eigentlich gar nicht so gerne. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer sage. Das ist einfach die Gewohnheit. Was ist da? Was war das denn? Ist das erstmal Fisch? Nein. Die kennen wir aber schon, oder? Ja, die haben wir schon mal verspeist. Wenn wir schon mal dabei sind, ne, dann können wir die noch mal essen. Hau ab. Da bist du. Oh, Inventar voll, stimmt. Boah, ich will nichts wegwerfen davon. Halt. Ich kann doch trinken. Wo bist du? Ich will dich nicht umsonst getötet haben. Vital signs stabilizing. Er ist weg. Ich habe ihn umsonst gekillt. Ich Killer. Ich bin ein Killerspieler. Ist halt so. Ist ein Killerspiel. Subnautica ist ein Killerspiel. Gehört auf den Index. Nein, Quatsch. So. Es gibt, glaube ich, kein schöneres Spiel im Augenblick.
Obwohl heute in der Testzone auch noch das Spiel World of Diving kommt. Das habe ich auch von dem Entwickler bekommen. Freue ich mich schon drauf. So sehr, sehr schwer, da klar zu kommen. So. Auf nach Hause. Wir laden die Seemotte auf. Die braucht nämlich wieder Energie. 7 hat sie noch. Oh, ruckelt. Weit dürfte es nicht mehr sein. Müsste noch eine kleine, so eine Minimeter-Anzeige dran sein. Das wäre auch eine schöne Sache. Ui. 4? Was ist los? Achso, da kommt endlich die Base. Ihr schreibt mich schon. Wie weit war ich denn weg? Ein Thermometer müsste ich mir auch noch bauen, fällt mir gerade ein. Dann haben wir da unten noch eine Anzeige mehr. So, einparken und ich sage danke fürs Zusehen und fürs Ruckeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Subnautica.